Ja, hallo zusammen zu einer neuen Runde Grim Dawn auf ins neue Gebiet. Mal gucken, was uns da erwartet. Schauen wir einfach mal, wer bist du eigentlich? Bist du irgendwer? Hast du was zu sagen? Ja, du hast. Ah, we speak at last. Aha. As I am sure you know, there are many who now cast their gaze upon you, traveler. Aha. Or should I say, taken? Some who mean you ill, some who fear your potential. Aha. Then there are those who command. Und bitte wofür? Speak of such things in this place. The cursed gaze of our foes is cast upon us here. So I will be brief. Great powers are gathering within the distant lands of the fallen Corvan people, and the Great Eye has decreed that you must play a part, whatever that may be. Aha. Will you answer our summons? Will you join me through the portal? Or do the mortal concerns of these people outweigh the calls of fate? Bla. Nö, das wollen wir noch nicht. Ja, das wollen wir noch nicht. Nö, das ist zu früh. Ich glaube, da würde ich auf dem Schwierigkeitsgrad richtig Prügel beziehen. Das muss nicht sein. Ja, machen wir Heile. So, Edmund Shanks Doyle. Er ist unser Ziel. Und der ist ja irgendwo links oder hier hoch. Naja, wir kümmern uns erstmal um die Jungs hier. Nee, also für Forgotten Gods ist das, glaube ich, echt noch zu früh. Das ist meine persönliche subjektive Meinung. Ich kann auch falsch liegen, aber ich glaube, das ist schon nicht ganz ohne, um das mal so zu sagen. Hallöchen. Ey, kannst du das mal lassen? Finde ich nicht gut, sowas. Kann ich nicht gut heißen. Ach, da ist ein Boss hier. Na dann. Kümmern wir uns mal um den. Arschloch. Na komm, du da hinten. Hältst mal die Schnauze. Du da hinten. Hältst auch mal die Schnauze. Jetzt können wir uns mal hier weiter unterhalten. Ach, das war ja toll. Auch wieder nichts fallen lassen, ey. Naja. Was willst du machen? Na, dann gehen wir hier mal rein. Irgendwo, sollte der Typ hier nicht irgendwo rumliegen? Ich weiß es nicht. Ne, das war er noch gar nicht. Na gut. Ich finde, ihr könnt das mal lassen hier, ne? Das ist nicht okay. Es ist absolut nicht okay, Freunde. Echt nicht. Ach, das ist er. Das ist er. Oh, was war das denn eben? Nicht nice. Es sind mir auch zu viele noch andere Arschlöcher um mich herum. Die, um die ich mich jetzt erstmal kümmern. Ach, hau ab, du Penner. Ich möchte mich erstmal um die anderen Arschlöcher. So, jetzt können wir weiter uns unterhalten. So, wenn er tot ist, hat der echt nichts fallen lassen? Ja, Ruhe und Frieden abschaum. Hätte ich jetzt zwar nicht gesagt, sondern er hat gesagt, halt die Fresse. Aber, ah, das ist ein Kästchen. Yay, das ist ja mal richtig toll. So. Wir sollen uns bei Morney zurückmelden. Dann tun wir das mal. Lalala. Lalala. So, mal eben zwischendurch nochmal einen Kaffee gemacht. Wichtig, wichtig. Irgendwie bin ich heute nicht so richtig fit. Es gibt so Tage, da ist das so, es regnet auch draußen und wäh und bla. Well, did they like our housewarming gift? Ja, hat's. You work fast. I like that. Okay. Cronley. Last I've seen his face, they almost hung him for a double homicide. The warden intervened at the last minute in favor of a life sentence in Devil's Crossing. Ja, der Aufseher ist nicht mehr wirklich existent. Darius Cronley is the devil made. We have to hit them hard and fast. Leave no room for account. Ich werde mich drum kümmern. Rover lagern Oldakovia und finde Elsas Schicksal heraus und töte Darius Cronley. Na dann.
Dann können wir auch den Port nehmen. Macht ja Sinn. Porten uns hier wieder zurück. Sind wieder in den Akuvian Foothills und gucken uns einfach mal ein bisschen weiter um. Wir müssen jetzt ja dieses komische Rover-Lager finden. La la la. Keine Gegner hier. Alter, was ist hier denn los? Ich glaube, wir sollten mal da oben rumgehen. Nicht, dass ich da irgendwas verpasse. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das Rover-Lager jetzt ist. Deshalb möchte ich doch mal einmal hier rumgehen. Nicht, dass ich das verpasse. Ich glaube es zwar nicht. Abgesehen davon, dass ich hier Arschlöcher habe. Ja. Schnauze. So. Lalalalala. Hallöchen. Jemand zu Hause? Offensichtlich. So. Bisschen aufgeräumt, geht immer. So, die Kiste gucken wir uns mal an hier. Genau, nichts drinne. Nur Schrott drinne. Nicht mal Schrott eigentlich. Wenn Schrott wäre, wäre es ja nicht so schlecht gewesen. So, dann haben wir das hier durchgeschaut. Dann brauchen wir gar nicht weiter gucken. Dann können wir hier mal hochmarschieren und da wieder links rum. Gehen dann mal hier unten rumgucken. Irgendwo hier muss ja was sein. Kymon Zuflucht, hallo. Ach, der nur wieder. Seid ihr wahnsinnig? Ja. Ja. So, gerettet, das ist gut. Weil sonst hätte man eben dezent abgefackelt. Und das hätte ich ungeil gefunden. Stehe ich nicht so drauf. La 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 la. Ein Bossiger. Lass uns mal wieder erstmal das Gesocks drumherum wegmachen. Und dann kümmern wir uns auch gerne um den Bossigen. So, sind das zwei Bossige? Das sind zwei Bossige. Erkrankt, ja. Erkrankt, glaube ich. Alter, kann ich mal aufhören? Das macht gerade ganz schön Aua. Einer dürfte jetzt mal sterben. So, einer ist tot. So, der zweite ist auch tot. So, heilige Inschrift. Lalala, Level 94 war ja auch irgendwo der klar. So, die waren aber schon, da macht schon Aua, muss man mal so sagen. Also es ist nicht so, dass es noch so ein Geschenk ist wie gerade eben. Man merkt schon, dass der Schwierigkeitsgrad so ein bisschen angezogen hat. Zwar jetzt nicht so exzessiv, dass man sagen könnte, nee, schaffe ich nicht oder so, aber doch, er hat ganz gut angezogen. Hallo? Jemand hier? Nicht so richtig. Jut, jut. Dann gucken wir hier mal. Das ist aber auch niemand. So. Dann gehen wir mal hier hoch. Hallöchen. Schnauze, Schnauze und Schnauze. So. Kistchen. Ne, doch kein Kistchen, war einfach nur eine Mahlzeit. Aber nehmen wir auch gerne mit. So ist das ja nicht. Da ist ein Büchlein, das wir nicht mehr brauchen. Weil wir es schon gelesen haben. Und dann können wir eigentlich nur noch hier durch. Wo zum Teufel ist dieses blöde Akuvianer-Lager? Hier ist es nirgendwo. Dann gehen wir mal hier hoch. Ein paar Wildschweine. Hallo. Fliegende Wildschweine sind toll.
So, Schnauze. Ein Schlurfer oder mehrere Schlurfer, würde ich sagen. So, du darfst auch gehen, hier auch. Ach, das ist ein Boss hier, ich wundere mich schon. Warum der so viel einstecken kann. Level 97. Ach, wo sollte der denn hingehen? So. 94, habe ich mir gedacht. Können wir da mal rausgehen? So. Froschstahl. Schlückchen Kaffee wäre jetzt schön. Ach, kleinen Moment mal eben bitte. Ah ja. Lebenselixier. So, gehen wir mal hier nach links rüber. Tülü, hallo. Toll, wo soll denn der hingehen? Hier geht's aber nicht weiter. Hier ist Ende im Gelände. Warum? Ich dachte immer, Kümons Gedöns. Ja, gehen wir darüber. Sehr merkwürdig. So, da ist aber auch nichts weiter. Ja, hier waren wir auch schon, eindeutig. Dann können wir mal hier hochgehen. Lalalala. Nix. Ah, hier. Was mit euch passiert? Wir werden uns um deinen Partner kümmern. Das ist mal safe, weil er ist ein Arsch. Ich glaube ihm nämlich nicht. Das habe ich irgendwie noch nie. Hallöchen. So. Ist da irgendwas? Da ist eine Höhle. Wollen wir da reingehen? Was haltet ihr davon? Aber ich würde sagen, wenn wir da reingehen, tun wir das in der nächsten Folge. Deshalb sage ich einfach mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Da ist noch was. Nehmen wir natürlich mit. So ist das ja nicht. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Grim Dawn dann. Tschüss.